Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Railgun in Grand Theft Auto Online. Viele Spieler fragen sich, wann die Railgun endlich mal als Waffe rauskommt. Ich habe mich mal eingesetzt und Rockstar Games angeschrieben und gefragt, wann denn endlich mal die Railgun in den Online-Modus fest etabliert wird. Leider hat mir Rockstar Games noch nicht auf die Frage geantwortet und die Mail ist schon was länger her. Diese Waffe gibt es nur bei einer bestimmten Mission. Wenn ihr euren Bunker füllt und Vorräte besorgen wollt, bekommt ihr zwischendurch mal eine Mission, in humane Labs einzubrechen und geheime Technologie zu stehlen. Diese geheime Technologie ist die Railgun. Ein Gewehr, das so OP ist, dass es alles und jeden one-hittet. Da mir Rockstar seit Monaten nicht zu dieser Frage antwortet, gehe ich von zwei Optionen aus. Entweder kommt sie irgendwann und wird vielleicht dabei genervt, oder sie kommt gar nicht, weil sie so OP ist. Nach der Versorgungsmission behaltet ihr zwar die Waffe im Inventar, aber leider ohne Munition. Diese Waffe feuert einen Stahlbolzen ab mit explosiver Feuerkraft. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass diese Waffe nie in das Spiel eingefügt werden wird, da sie so OP ist. Was meint ihr? Würdet ihr es feiern oder eher hassen, wenn diese Waffe fest ins Spiel etabliert wird? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich warte trotzdem weiterhin auf eine Antwort von Rockstar und unterrichte euch, sobald ich etwas weiß. Und da sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit ihr immer top informiert seid. Und in diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!